Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic. Ja, wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben hier einmal das Amulett oder die Halskette oder was es gewesen ist, einmal wieder abgegeben. Wir haben es jetzt 14.30 Uhr, ich habe mich etwas länger hingelegt. Es regnet draußen in Strömen, das ist sehr schön. Gut, dass ich hier drin sitze. Ach du Gott. Das Mondfest ist ja rot angemarkert. Hoppala. Okay. Also, wir könnten jetzt halt hier uns an die Sachen setzen. Prinzessin im Stern ziehe ich noch ein bisschen in die Länge. Da weiß ich ungefähr, wie es abläuft, deswegen nö. Jaspers Mine und weitere Sorgen haben wir da noch. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Jaspers Mine. Und wir ignorieren erstmal die Viecher. Wir kriegen die gleich noch ganz oft zu sehen. Bei einer anderen Gegend, aber dennoch. Ich möchte nämlich einmal dennoch kurz nach Goldhain bisschen was verkaufen. Und zum anderen sind wir Stufe 8, das heißt, wir sollten eigentlich neue Zauber haben. Das heißt, da möchte ich natürlich auch erstmal nachgucken, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen. Oh, sie verfolgen mich immer noch. Ja, das ist jetzt erstmal so mein Plan. Und natürlich nicht sterben. Ich hoffe, dass das auch für diesen Part wieder relativ gut funktionieren wird. Ich glaube, es ist lange her, dass ich gestorben bin. Oder bin ich überhaupt schon gestorben? Ich weiß gerade gar nicht. Ich würde gerne meine Tote sehen, aber ich glaube, das gibt's nicht. So. Springen wir hier mal drüber weg. Brauch die Hilfe. Oh. Wunderbar. Das Licht segne euch. Ich kann einmal wieder was zaubern. So, ich plane zumindest so 3-4 Parts zu machen. Ob ich das so schaffe, ist natürlich die andere Sache. Löchchen. Wie geht's? Okay, arkane Geschosse, Verwandlung hätten wir. Frostblitz hätten wir auf jeden Fall auch. Okay, das kommt erst auf 12. Dann nehme ich Frostblitz 2 definitiv einmal mit. Und arkane Geschosse, Verwandlung weiß ich gerade gar nicht. Verwandelt den Feind in ein Schaf und zwingt ihn 20 Sekunden lang so herumzuwandern. Wenn das Schaf herumwandelt, kann es weder angreifen noch Zauber wirken. Regeneriert sich aber sehr schnell. Jeglicher erlittener Schaden verwandelt das Ziel in seine normale Gestalt zurück. Kann immer nur jeweils eins, die verwandelt werden. Wirkt nur bei Wildtieren, Humanoiden und Tieren. Das lassen wir aus. Spart uns insgesamt dann auch eine Fertigkeit. Weil ich glaube, das wird nicht sein, was wir großartig nutzen werden. Keiner Geschoss kommt mal damit hin. So, Rang 2, sehr schön. Kann ich nochmal gucken, ob ich da hinten irgendwie an neue Rüstung komme. Ich weiß nicht, ob wir hierfür nämlich schon alles hatten. Ich liefere nur feinste Ware. Okay, da fehlt uns tatsächlich was. Das ebenfalls. Das auch.
Hier fehlt uns einfach mal alles. Okay. Man sieht sich. So, sehr schön. Kommt schon mal nach da oben. 180. Sehr schön. 187. Hat 91, 98 und 203. Das ist so schon mal was Schönes. Kann ich das schon mal alles verkaufen? Weil das brauchen wir nicht mehr. Schönen Tag auch. Wir haben natürlich dafür unser ganzes Geld jetzt gegeben. Aber hey. Wir haben eine bessere Ausrüstung. Die wir bestimmt auch brauchen werden. So, und nun geht es in diese Richtung. Denn wir wollen wissen, was uns hier hinten erwartet. Dem Gegrauten. Super, fand ich mir jetzt aber nicht großartig neu. Nee, 6 bis 9 Schaden. Naja. Aber wir laufen jetzt erstmal hier entlang. Wir lassen alles andere erstmal hinter uns. Sehen zu, dass wir hier so ein bisschen vorankommen. Ich finde es übrigens immer interessant zu sehen, wer hier gerade so online ist. 3, 6 in unserem Levelbereich sind hier. Sogar ein Druide. Könnte nützlich werden. Es sind nicht viele, aber es sind ein paar. Wenn ich mir aber angucke, was es doch alles erwartet. Heidewitzka. Ich hab so ein bisschen Schiss bei dem, was noch kommt. Boah, sind wir gerade mal Stufe 8. So, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, müssten wir hier lang. Sumpf von Azora. Aber hier hattet ihr keine Aufträge für mich, oder? Ich glaube, hier gab es keine Aufträge für mich. Ich gucke aber trotzdem mal nach. Die Musik ist cool. Witziges, das ist ein ganz anderer Turm. Und ich glaube, ich weiß auch, wo dieser Turm steht. Mann, ich habe den im Retail-WoW mal gesehen. Das ist das Ding, was im Rotkammgebirge steht? Ich glaube fast. Naja.
gehen wir in diese Richtung. Da hinten müsste eigentlich die Mine sein. Wo ist ja gerade extra mal hoch. Die sind doch etwas höherstufiger als die anderen. Das heißt, das wird lustig. Weil ich sagen muss, dass wir ja eigentlich ganz gut gelevelt haben. Wir müssen halt nur das Gebiet so ein bisschen im Auge behalten. Gut, das mache ich besser die auch. Bin ich ein bisschen gebufft. Okay. Kann wehtun. Okay, die Magieviecher sind heavy. Ich hoffe, dass wir mehr von den normalen Minenarbeitern finden. Und nicht zwingend von den Geomanten. Oh, scheiße. Der rennt jetzt gerade zurück, das ist nämlich dann gut. Ja. Wir kriegen hier auf jeden Fall die Level oder Level 9 noch mit raus. Würde ich zumindest einfach mal behaupten. Wenn wir sie treffen, dann funktioniert das eigentlich. Wenn mal das der einzige ist. Oh Gott. So, ich zauber mal ganz kurz Wasser herbei.
Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis die, glaube ich, respawnen. Hoffe ich. Na, du drehst dich schön um. Gar nicht mit, dass wir deinen Kompagnon hier getötet haben. Ich habe kein Ziel. Doch, du hast ein Ziel. Wah! Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay. Mach hier mal kurz. Dann holen wir dich zu mir. Du verschwindest. Dann holen wir dich mal hierher. Einmal wieder hinhocken. Es geht jetzt auch gerade, glaube ich, nur ums Auskundschaften. Ausgespäht wäre das ganze Ding. Wir nehmen aber hier noch ein bisschen was an Erfahrungspunkten mit. Weil desto mehr wir außerhalb von Quests kriegen, desto besser ist es wahrscheinlich. Dann einmal wieder was trinken. Aber wir werden besser. Wir werden definitiv besser. Wenn ich jetzt mal so an mein allererstes Mal WoW Classic, also den ersten Versuch, das Ganze hier aufzunehmen, denke. Also ich bin sehr, sehr, sehr oft gestorben. Kann ich noch nicht wissen. Wirklich sehr oft. Es wird doch wiederkommen, dass wir oft sterben werden. Das wird definitiv wieder passieren. Das ist zu weit entfernt. Ich muss mir aber auch unbedingt angewöhnen, dass ich mehr Viecher hier töte. Um halt auch so an Erfahrungspunkten mal zu kommen. Und nicht nur zu questen. Ich bin außer Reichweite. Ich glaube, das reicht halt einfach nicht. Das ist hier nicht so hardcore grinden wie in uns spielen, glaube ich. Würde einem
die Sache schon vereinfachen. Das lädt immer noch auf. Nur lern nie an Murlocs. Murlocs sind eine Sache für sich. Ich muss näher ran. So, wir haben fast Stufe 9. Das würde ich gerne noch durch Monster erreichen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Immer noch rot. Dann gehen wir mal zu weiteren Sorgen. Zur Elvenbrücke. Wäre dann so das nächste. Nächste große Ziel. Machen wir es mal auf der Straße. Oh, hi. Das lädt immer noch auf. Das werde ich, glaube ich, nicht überleben. Das war knapp. Das war sehr knapp. Wir sind aber kurz davor. Wirklich kurz davor. Ich habe kein Ziel. Weiß gar nicht, wann ich mich eine Prinzessin quasi reingetraut hatte. Ich glaube, das kam auf Level 10, Level 11. In dem Dreh. Da hatte ich mich dann eine Prinzessin reingetraut. Na komm, lass es das letzte Viech sein jetzt. Ja. Wunderbar. Stufe 9. Okay, es ist immer noch nicht so, dass eins davon grün ist, aber hey, es wird. Und wir haben 44 auf die Straße geschafft. Ohne Tode. Davon ist auch schon die Brücke. Also passt das alles zeitlich. Wenn wir bei der Brücke angekommen sind, werde ich wahrscheinlich auch den Part beenden. Nein, wir sind bei 24 Minuten. Da bietet sich das ja eigentlich an. Ich bin echt gespannt, was es hier noch so für Orte zu entdecken gibt. Schade, ich dachte, ich könnte irgendwie hoch. Egal. Ihr Interesse ist auf jeden Fall vorhanden. Hallo, Wache Thomas. König, Freund. Ja, es haben sich Murlocs in und an den Flüssen und Bächen des östlichen Elbe niedergelassen. Wir wissen nicht, warum sie hergekommen sind, aber sie sind aggressiv und zumindest halb intelligent. Vor ein paar Tagen haben wir zwei Wachen, Rolf und Malakai, losgeschickt, damit sie entlang des Flusses Nachforschungen anstellen. Aber bisher sind sie noch nicht zurückgekehrt. Damit ich meinen Bericht fertig schreiben kann, muss ich wissen, was den beiden Männern zugestoßen ist. Sucht den Fluss in Richtung Norden ab. Und seht zu, dass ihr die Wache findet oder ihre Überreste. Für die Allianz.
Und zwei andere Quests hat er auch noch für uns. Das ist sehr schön. Sagt die Kustadari, je weiter wir uns von Goldern entfernen, umso reizbarer sind die wilden Tiere. Und das Holzfällerlager des Ostteils wird beinahe ständig von Wölfen und Bären angegriffen. Wir könnten hier draußen wirklich eure Hilfe gebrauchen. Ziehe den Ehrenfreund. Es scheint mir, Magier, als hättet ihr schon etliche Kämpfe überstanden. Naja. Falls ihr das so nicht getan habt, solltet ihr euch bei Grian Stoathmantle melden. Er ist der Anführer der Volksmiliz, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Ackerland von Westphal zu beschützen. Ich möchte wetten, ihr könnt eure Hilfe gebrauchen. Normalerweise findet man ihn im Steinturm auf der Speerkuppe, ein kleines Stückchen von der Straße weg, mitten in Westphal. Also das ist schon die weiterführende Quest für Westphal. Werden wir natürlich noch lange nicht machen, weil Westphal ist für uns noch ein ganzes Stückchen weit entfernt. So, ich würde aber sagen, wir beenden hier den Part. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich werde den nächsten Part direkt im Anschluss aufnehmen, deswegen nicht wundern. Wir sehen uns also quasi gleich wieder. Ciao!